Was geht ab, Freunde? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Herzlich willkommen zurück bei Self-Trade Money. Und heute in diesem Video habe ich vor, eine ganz kurze Ankündigung jetzt hier erstmal am Anfang für euch rauszuhauen. Und im weiteren Verlauf spiele ich euch dann gleich im Nachgang ein Video diesbezüglich ab. Also, worum geht es? Ich habe so viele Anfragen bekommen bei Instagram und auch teilweise in den YouTube-Kommentaren und so weiter und so fort, ob es eine Art Discord-Server gibt, wo ich Markups teile, End-of-Day-Markups, Breakdowns und so weiter und so fort. Und viele Leute haben sich halt auch eine Art Video-Minikurs, sag ich mal, gewünscht, wo ich eben die ganzen Aspekte in einem einfach zu verstehenden Videokurs, sag ich mal, zusammenfüge. Und Leute, ich habe ganz gute News für euch. Eigentlich habe ich mich immer so ein bisschen davor gesträubt, so etwas zu machen, aber da einfach die Nachfrage danach sehr, sehr hoch war, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, das Ganze in die Tat umzusetzen. Und ich sag mal, ich bin zu 60, 70% mit dem ganzen Thema durch. Ich habe fast alle Videos fertig aufgenommen. Es geht jetzt einfach nur noch darum, sag ich mal, die Videos zu schneiden, zu bearbeiten und so weiter und die Sachen noch hinzuzufügen, die noch fehlen. Aber ich bin bald damit fertig. Und in diesem Video bekommt ihr, sag ich mal, einen kleinen Einblick darüber in das, was euch in Zukunft erwartet, weil das, was ihr gleich im Nachgang sehen werdet, ist eben ein Video, welches ich im Prinzip schon fertig habe, okay? Und es geht in diesem Video um die fraktale Eigenschaft des Marktes. Und das ist einfach eine Sache, die ich schon tausendmal gesagt habe in meinen Videos. Und in dem Video, welches ihr gleich sehen werdet im Anschluss, werde ich das Ganze einfach nochmal etwas mehr untermauern, was ich damit meine, okay? Was siehst du jetzt hier überhaupt hier in dieser Grafik? Das hier ist mein Tradingplan. Das hier ist mein Trading-System, nach welchem ich arbeite. Und vielleicht ist es nicht das Allerschlauste, sag ich mal, das jetzt hier auf YouTube öffentlich rauszuhauen, aber es ist mir relativ egal, weil für diejenigen unter euch, die sagen, okay, ich habe schon eine gewisse Marktverständnis, eventuell wird euch das hier auch schon brutal weiterhelfen, einfach nur diese Grafik, die ihr jetzt hier gerade seht, ja, weil das hier ist im Prinzip mein Tradingplan. Ich habe allerdings schon ein viel, viel längeres Video aufgenommen, das geht, ich würde mal sagen, 30, 40 Minuten, wo ich wirklich im Detail alle möglichen Szenarien von meinem Tradingplan wirklich im Detail erkläre. Das wird allerdings Teil von dem Premium Discord Server dann auch sein, wo ihr, wie gesagt, einen Video-Minikurs mit inkludiert habt. Das einfach als kleine Ankündigung über das, was euch in Zukunft erwartet. Noch weitere Details dazu, wie der ganze Ablauf dann ist, wann es losgeht, werde ich in Zukunft noch announcen. Deswegen gib mir da bitte noch ein bisschen Zeit. Und ich bin am Arbeiten dafür, Freunde. Es wird bald soweit sein. Also da könnt ihr euch definitiv drauf freuen. So, wie gesagt, in diesem Video geht es jetzt um die fraktale Eigenschaft des Marktes. Und ich möchte, dass ihr euch diese Grafik hier ganz besonders einprägt, weil das ist im Prinzip die Grafik, die die fraktale Eigenschaft des Marktes besser beschreibt als alles andere. Okay, versucht euch das hier wirklich einzuprägen, weil ich weiß nicht, was ich sonst dazu sagen soll zum Thema Fraktal. Das ist das, was ich unter Fraktal definiere. Ja, dass ich auf jeder Timeframe dieselben immer wiederkehrenden Bilder eben abspielen. Und ja, versucht euch diese Grafik hier einzuprägen, wenn ihr euch fragt, was meine ich mit Fraktal. Das hier ist eigentlich die beste Grafik, die man sich dazu anschauen sollte. Also Freunde, jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Okay. Und wie gesagt, das ist ein Video, welches schon fertig aufgenommen ist. Und wie gesagt, alle weiteren Sachen dazu werdet ihr im weiteren Verlauf in den nächsten Tagen, eventuell in den nächsten Wochen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie lange ich noch brauche, um das Ganze abzuschließen. Ja, und wenn ihr darüber auch 100% up-to-date bleiben möchtet, dann stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr dem Self-Trade Money Telegram-Kanal beitretet, weil das ist der Ort, wo ich, sag ich mal, das Ganze auch als erstes announcen werde, sobald alles fertig ist. Also Freunde, viel Spaß jetzt mit dem Video und ja, wir sehen uns. Okay, Freunde, herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Und in diesem Video geht es um das Thema die fraktale Eigenschaft des Marktes, ja? Und es gibt zwei Setups, die
wir uns definitiv ganz genau anschauen sollten. Und in diesem Video geht es jetzt erstmal um unser Standard-Setup und ich möchte dir zeigen, was ich damit meine, wenn ich davon immer spreche, der Markt ist fraktal, der Markt ist fraktal, der Markt ist fraktal und so weiter und so fort. Weil du hast es jetzt schon öfter gehört, aber jetzt hier in diesem Video möchte ich es dir wirklich zeigen, eben was ich damit meine. Und wenn ich von unserem Standard-Setup spreche, okay, dann rede ich jetzt hier von diesem Setup. Egal ob dieses Setup oder auch hier auf dem 1-Minute-Chart dieses Setup. Es ist alles genau dasselbe und was ich damit meine, wenn ich immer sage, es ist alles genau dasselbe, das möchte ich dir jetzt in diesem Video zeigen. Ja, und wie ich ja auch in dem Video zum Thema Tradingplan erklärt habe, sehen wir auch immer vor diesen Liquidity Pool Zonen auch noch sehr, sehr oft diese sogenannten Trap Zones. Okay, und ich zeichne das jetzt hier einfach nochmal ein, damit du das vor Augen hast, aus dem ganz einfachen Grund, dass du jetzt einfach diese Systematik hier jetzt einmal in der Theorie siehst und jetzt eben auch gleich in der entsprechenden Praxis. Okay, lass uns jetzt in das Thema reinspringen und wie du siehst, sind wir jetzt hier auf dem 4-Stunden-Chart, okay? Und wir schauen jetzt einfach mal, was hier aktuell abgeht. Das hier ist der 4-Stunden-Chart. Und was meine ich damit, wenn ich davon spreche, dass der Markt fraktal ist und dass sich immer und immer wieder dieselben Bilder formen? Kannst du sehen, dass das hier im Prinzip genau das gleiche ist wie das hier und letztendlich auch im Prinzip genau das gleiche ist wie das hier. Nur das hier ist das, also das hier ist dasselbe wie das und das, nur eben in einer kleineren Version, okay, genau wie hier. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, der Markt ist fraktal. Es zeichnen sich immer und immer wieder dieselben Bilder ab. Und gut, ich habe jetzt hier bei manchen Szenarien, sage ich mal, die Trap Zones eingezeichnet, wie hier und bei manchen eben nicht, wie hier jetzt zum Beispiel nicht. Aber trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, wenn wir jetzt hier uns genauer damit beschäftigen würden, würden wir hier eben auch entsprechende rote Trap Zones noch finden, wie zum Beispiel hier. Das heißt, siehst du, dass das hier und das hier auch wieder genau dasselbe ist wie das hier. Und beachte bitte, wir sind jetzt gerade auf dem 4-Stunden-Chart. Wenn wir gleich auf den 15-Minuten-Chart gehen, dann wirst du genau dasselbe wiedersehen. Und wenn wir auf den 1-Minute-Chart gehen, dann wirst du genau dasselbe wiedersehen. Und das ist wirklich eine Sache, wenn du das erstmal siehst im Chart, dann, wie soll ich sagen, kannst du es nicht mehr nicht sehen. Und das ist definitiv sehr, 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 sehr wertvoll für dein Trading. Das heißt, es formen sich auf jeder Timeframe immer und immer wieder dieselben Szenarien. Natürlich kann es sein, dass es sich dabei auch um unterschiedliche Größen handelt. Ja, das ist natürlich auch logisch, aber trotzdem ist es im Prinzip dasselbe. Und es ist genau das, was ich dir hiermit auch im Video zum Thema Tradingplan erklärt habe. Ja, wenn wir uns das hier zum Beispiel mal anschauen, haben wir hier ein Sweep von einem vorherigen strukturellen Hoch, ja, ein Liquidity Sweep, ein Durchbruch von dieser Trap Zone und daraufhin ein Market Shift auf dem 4-Stunden-Chart. Und wie gesagt, vorher diesen Sweep von diesem Liquidity Pool. Es kann aber, wie gesagt, sein, dass so ein Liquidity Pool-Punkt sich jetzt überhalb von einem strukturellen Hoch befindet. Oder es kann auch sein, dass dieser sich eben nach einem High Probability Point of Interest, okay, und ein High Probability Point of Interest ist eben, wenn wir einen Sweep haben und daraufhin einen Bruch. Auch dazu wirst du natürlich noch viel mehr erfahren, aber ob das jetzt hier der 4-Stunden-Chart ist, das hier könnte genauso gut der 4-Stunden-Chart sein. Ja, das heißt, ich mache das hier oben mal kurz, ich mache das hier oben mal weg, damit ich das nicht verwirrt. Also der 4-Stunden-Chart kann so aussehen, der 4-Stunden-Chart kann auch so aussehen und das beweise ich dir jetzt hier nochmal, okay? Hier haben wir das genaue Szenario wie hier. Hier sehen wir, wir sweepen diesen 4-Stunden Liquidity Pool, sehen den 4-Stunden Market Shift, daraufhin geht es runter. Hier haben wir das exakt selbe Szenario wie hier. Es ist wahnsinnig, wenn man das erstmal sieht, ist es einfach nur wahnsinnig. Hier haben wir ein High Probability Point of Interest. Warum? Wir sweepen hier nicht nur dieses Hoch, sondern auch dieses Hoch. Daraufhin sehen wir einen schönen Bruch der Struktur.
Daraufhin kommt der Preis zurück, durchbricht hier wieder eine Trap Zone, liquidiert nochmal diesen Liquidity Pool Punkt, welchen wir vorher definiert haben, und daraufhin sehen wir hier den 4-Stunden Market Shift. Ja, jetzt ist hier wieder genau dasselbe Szenario. Hier ist auch genau dasselbe Szenario wie das, was ich auch im Trading Plan Video erklärt habe. Wir können jetzt auf diesen 4-Stunden Market Shift hier warten, ja, was hier definitiv Sinn macht, wodurch wir sagen können, okay, jetzt wird wirklich diese bärische Phase hier eingeläutet, und auf der anderen Seite können wir hier auch auf den 4-Stunden Market Shift warten. Dann haben wir im Prinzip ja, sehr, sehr viele Sachen, die uns in die Karten spielen. Hier ist der einzige Unterschied, dass der Market Shift, der wirkliche 4-Stunden Market Shift, eben später kommt als hier. Ansonsten ist es fast genau dasselbe. Und wenn ich hier jetzt reinzoome, haben wir auch wieder genau dasselbe. Okay, wir haben hier eine Trap Zone. Hier haben wir Internal Range Liquidity, wird abgearbeitet. Hier haben wir ein High Probability Point of Interest. Wir kommen zurück, arbeiten die Internal Range Liquidity ab, sweepen nochmal diesen Punkt. Ja, den haben wir jetzt hier vielleicht nicht ganz genau, ist der hundertprozentig sichtbar, aber definitiv sichtbar auf dem 15-Minuten-Chart. Und ja, das heißt, es sind immer wieder dieselben Bilder. So, jetzt gehen wir in den 15-Minuten-Chart einfach mal rein. Und jetzt zeige ich dir dasselbe auf dem 15-Minuten-Chart, okay? Und das ist einfach was, was ich persönlich mega, mega heftig finde. Wenn man das erstmal verstanden hat, dann sieht man einfach den Markt mit etwas anderen Augen, okay? Okay, das hier sind alles Sachen, das wirst du später noch lernen. Und das hier ist alles immer noch der Sweep, meinetwegen auf dem 4-Stunden-Chart, 4-Stunden-Chart, 4-Stunden-Chart. Wenn wir jetzt allerdings mal hier reingehen, okay? Wenn wir jetzt hier mal reingehen. Was haben wir jetzt hier? Hier haben wir jetzt wieder dasselbe Szenario wie das, was wir eben auch hatten. Wir haben hier eine Supply-Zone. Das ist jetzt hier in dem Fall vielleicht keine High Probability Point of Interest Zone, aber was spricht trotzdem für diese Zone, dass wir hier an dieser Zone eventuell eine Reaktion bekommen? Wir haben hier einen sehr, sehr schönen Liquidity Pool Punkt genau innerhalb von dieser sogenannten versteckten Supply Zone. Auch dazu, was das ganze Thema angeht, werde ich auch noch ein Video machen, um dir das eben zu erklären. Und ja, wir sehen daraufhin den Sweep von dieser Zone, daraufhin geht es weiter in die entsprechende bärische Richtung. Was sehen wir jetzt hier? Und wie gesagt, das ist jetzt hier der 15-Minuten-Chart. Ja, es ist aber genau das Gleiche. Hier sehen wir auch ein High Probability Point of Interest. Wir sweepen hier, ja, brechen daraufhin Struktur. Hier haben wir sogar zwei High Probability Setups in einem im Prinzip. Warum? Weil wir haben einmal hier von diesem Punkt sweepen wir. Daraufhin brechen wir zwar hier noch nicht durch, aber wir sehen hier quasi ein High Probability Setup in einem High Probability Setup. Das heißt, wir sehen hier auch nochmal den Sweep, daraufhin ein Bruch. Hier haben wir wieder eine astreine Trap Zone. Okay, viele Leute werden hier frühzeitig versuchen zu shorten, was kurzzeitig auch funktioniert. Daraufhin werden diese Leute liquidiert. So, jetzt habe ich ja auch in dem Video zum Thema Mein Trading Plan bereits erklärt, ja, dass dieser Liquidity Pool sich auf zwei verschiedene Arten zusammensetzen kann. Entweder haben wir einen relativ deutlichen Liquidity Pool Punkt direkt nachdem wir unseren Point of Interest hier haben, was wir jetzt offensichtlich hier in diesem Fall nicht wirklich haben. Okay, man könnte jetzt sagen, wo hatten wir hier eventuell einen, aber wenn der eben nicht so klar und deutlich ist, dann ist es kein Problem. Ja, wir haben nämlich immer Typ 1 und Typ 2. Typ 1 ist, wenn der Liquidity Pool Punkt, ich sag mal, unmittelbar vor oder sogar innerhalb von unserem Point of Interest eben liegt, also innerhalb von dieser Supply Range hier. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das zweite Szenario, und das kommt definitiv auch sehr, sehr oft vor, dann ist eben das Szenario, dass sich dieser Liquidity Pool Punkt im weiteren Verlauf später bildet. Okay, dazu aber auch nochmal ein eigenständiges Video, was du dazu sehen wirst. Ich habe in einem YouTube-Video von mir auch bereits über das ganze Thema gesprochen,
über Typ 1 und Typ 2. Aber hier sehen wir jetzt eben, dass wir sogenannte AL haben. Ich nenne das aufgebaute Liquidity. Okay, das heißt, die Liquidität, welche nochmal gesweept wird, wie man hier sehen kann, baut sich im weiteren Verlauf später auf. Dazu aber auch, wie gesagt, später mehr. Es geht jetzt einfach nur darum, dass du dieses Muster hier, wo haben wir es? Ja, mit diesem Video geht es mir einfach nur darum, dass du dieses Muster hier verstehst, dass sich dieses Muster auf jeder erdenklichen Timeframe abspielt, weil der Markt fraktal ist. Und wenn du das erstmal verstanden hast, dann wirst du den Markt, glaube ich, nie wieder so sehen, wie du ihn mal gesehen hast. Also ich, bei mir ist es persönlich so. Wir können gerne jetzt auch nochmal in den 1-Minute-Chart meinetwegen reingehen, um dir das hier auch nochmal zu demonstrieren. Das hier ist jetzt nochmal der 15-Minuten-Chart, okay. Das ist jetzt hier der 15-Minuten-Chart. Und jetzt gehen wir hier in den 1-Minute-Chart rein. Und was sehen wir im 1-Minute-Chart? Man glaubt es kaum. Wir sehen wieder dasselbe Muster, okay. Und zwar, was sehen wir? Wir sehen hier ein High Probability Point of Interest. Okay, warum? Weil wir hier diesen Punkt sweepen, daraufhin Struktur brechen. Wir sehen hier eine sich daraus ergebende Supply-Zone. Auch hier in diesem Beispiel haben wir keinen klaren Liquidity-Pool. Was ist, wenn wir keinen klaren Liquidity-Pool haben? Wir warten darauf, dass der Preis vorher nochmal Liquidity aufbaut, ja, wie er es hier eben macht, diese Liquidity sweept und dann daraufhin können wir einsteigen. Das heißt, auch das hier ist genau dasselbe Bild wie das, was wir vorhin auf dem 4-Stunden-Chart und auf dem 15-Minuten-Chart gesehen haben. Und das ist das, was ich meine, wenn ich davon spreche, dass der Markt fraktal ist. Hier auch im Prinzip genau das Gleiche wieder. Okay? Hier auch das Gleiche wieder, wenn wir auf dem 15-Minuten-Chart gehen. Aber das ist, glaube ich, das Beispiel, was wir eben hatten. Es ist immer und immer und immer und immer wieder dasselbe, Freunde. Deswegen, ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video etwas die Augen öffnen konnte. Ich bin sogar am Überlegen, dieses Video eventuell auf YouTube zu packen. Einfach, damit ihr da auch das eben versteht, worum es hier geht. Aber wie gesagt, in den weiteren Videos werdet ihr noch viel, 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 viel mehr über das ganze Thema Trap Zones, über alles weitere erfahren und so weiter und so fort, über alles, was wichtig ist. Es geht mir mit diesem Video einfach nur darum, dir diese Systematik hier wirklich, ich sag mal, einzuhämmern, dass du wirklich verstehst, dass es immer und immer und immer wieder dasselbe ist auf jeder erdenklichen Timeframe. Und das liegt daran, dass der Markt 100% fraktal ist. Und ja, natürlich kann man hier noch viel, viel mehr ins Detail gehen, auch in Bezug auf den Tradingplan hier, ja, wie man dann jetzt entsprechend auch einsteigt und so weiter und so fort. Aber das war gar nicht das Thema von diesem Video, sondern in diesem Video ging es nur um die fraktale Eigenschaft des Marktes. Also, danke auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.